Hallo liebe Freunde des gepflegten Kurzpassspiels und herzlich willkommen zum Spieltagsrückblick auf den 23. Spieltag der Bundesliga-Saison 2015-2016. Das Wochenende hatte viele ansehnliche Partien zu bieten und der Spieltag bot einige überraschende Resultate. Die Saison neigt sich der entscheidenden Phase entgegen und vor allem im Kampf um die internationalen Plätze und um den Klassenerhalt zeichnen sich schon jetzt spannende Konstellationen ab. Los geht's mit dem Rückblick, viel Spaß! Nach einem eher durchwachsenen Start in die Rückrunde wurden in Berlin bereits einige kritische Stimmen laut, die der Hertha mangelnde Qualität ihre Leistung der Hinrunde konstant abzurufen attestierten. Dass die Hauptstädter auch mal eine schwächere Phase haben würden, war laut den Verantwortlichen ohnehin abzusehen. Umso wichtiger war es dennoch, eine sportliche Reaktion auf die ernüchternden Auftritte der Vorwochen zu zeigen. Für ein Kuriosum sorgten die Gastgeber, die nach einem Abschluss von Mergin Maffrey, der in der dritten Minute das Außennetz traf, verfrüht die Torhymne spielten. 6 Minuten darauf konnte Herthas Pierre Skjelbred eine Saisonpremiere verzeichnen, als der Norweger seinen ersten Torschuss der laufenden Spielzeit abgab. Häufiger auf- sowie ins Tor geschossen hat sein Teamkollege Vedad Ibisevic. Der Bosnier besorgte mit einem Rechtsschuss nach Kalou-Vorlage in der 43. Spielminute das goldene Tor zum 0:1 Endstand. Für den Aufreger des Spiels war dann abermals Skjelbred verantwortlich, der den Ball in der 74. Minute mit der Hand im eigenen Strafraum spielte, was Schiedsrichter Stieler allerdings nicht ahndete. Die Kölner monieren nach Spielende abermals das Pech mit den Schiedsrichterentscheidungen. Punkte gibt es dafür allerdings nicht. Wenn nach den vergangenen beiden Saisons des HSV noch Fußballgourmets das Volksparkstadion besuchen sollten, so wären sie in dieser Partie definitiv nicht auf ihre Kosten gekommen. Dass sich die Hamburger nach dem frühen Führungstreffer von Josip Drimmitsch bereits in der 7. Minute zunächst auf die Defensivarbeit verlagerten, ist nachvollziehbar und legitim. Umso weniger passte es jedoch in den Ingolstädter Matchplan, dass sie von nun an das Spiel gestalten mussten, sind die Bayern doch eher für ihre destruktive Spielweise bekannt. Eine den spielerischen Defiziten zum Trotz couragierte Offensivleistung der Gäste wurde zwar noch nicht in den ersten 45, dafür allerdings in der 62. Spielminute mit dem Ausgleich zum 1:1 durch Lukas Hinterseher belohnt. In einem auch im zweiten Durchgang an Spielkultur armen Bundesligaspiel hatte abermals Lukas Hinterseher an der 72. Minute mit einem etwas zu zentralen Torabschluss nach einem guten Doppelpass mit Dani da Costa die größte Möglichkeit, die Führung für sein Team zu erzielen. Sowohl die häufig am Boden liegenden Ingolstädter als auch ihr Trainer, der in der Schlussphase mit zwei Wechseln innerhalb der letzten 5 Spielminuten viel Zeit von der Uhr nahm, sicherten dem FCI schließlich unter dem Strich ein leistungsgerechtes Unentschieden und entführten somit einen Punkt aus der Hansestadt. Bereits vor dem Anpfiff dieser Bundesliga-Partie war eine besondere Stimmung im Weserstadion deutlich spürbar. Das Heimteam brauchte unbedingt einen Sieg gegen den Aufsteiger, der es allerdings schaffte, den Bremern zu Beginn der Partie den eigenen kampfbetonten Spielstil aufzuzwingen. Dennoch konnte der SV Werder nach 33 Minuten durch Anthony Ucha, der nach einer Kopfballvorlage von Yatta Barré den Ball in das Gehäuse der Gäste buxierte, die Führung markieren. Die Freude über dieses Tor währte allerdings lediglich gute 10 Minuten, da Torhüter Felix Wiedwald Sandro Wagner in der 43. Minute im Strafraum von den Beinen holte. Den fälligen Elfmeter verwandelte der Gefaulte selbst in lässiger Manier. Wagner schickte den Bremer Schlussmann in die falsche Ecke und schob den Ball cool über die Torlinie. In der 68. Spielminute ergab sich für die Grün-Weißen eine Dreifachchance. Als erst Finn Bartels und Anthony Ucha per Torschuss scheiterten und Claudio Pizarro schließlich beinahe rechtzeitig den Fuß in die Klärungsaktion des Darmstädters Slobodan Rajkovic kurz vor der Torlinie halten konnte. Die letzten 10 Minuten waren rasant. In der 82. Minute traf der Kapitän des Aufsteigers Aytac Zulu zum 1:2. Das Pikante hierbei war die Tatsache, dass der bereits verwarnte Sulu eigentlich nicht mehr auf dem Platz hätte stehen dürfen, nachdem er zuvor Ucha ruppig und vor allem gelbwürdig von den Beinen geholt hatte. Wenngleich der Bremer Ausgleich durch Pizarro, der nach einer Junusovic-Ecke in der 89. Spielminute einnickte, spät kam, muss man konstatieren, dass eine bessere Bremer Mannschaft 2 Punkte in einem Spiel verlor, das sie hätte gewinnen müssen und nunmehr tiefer in den Abstiegssumpf rutscht. Es passte in das Bild, das Hannover 96 in den vergangenen Wochen abgab. Erst verspätete sich der Mannschaftsbus aufgrund des stockenden Verkehrs um die Stuttgarter Mercedes-Benz-Arena, dann vermochte es die Hannoveraner Defensive nicht, den VfB daran zu hindern, immer wieder durch Standards gefährlich zu werden, was in der 18. Minute durch den Kopfballtreffer Timo Werners nach Freistoßflanke Maxim seinen Höhepunkt fand. Nach einer kurzen Schockphase fanden die Gäste allerdings immer besser in die Partie und schlugen schließlich in der 32. Minute ihrerseits durch eine Standardsituation zurück. In einer offenkundig einstudierten Freistoßvariante bediente Hiroshi Kiyotake den Mannschaftskapitän Christian Schulz, der am langen Pfosten über den Umweg des Querbalkens einköpfte. Ein Qualitätsnachweis in Sachen Aufmerksamkeit holte sich indes 96-Verteidiger Oliver Sorg ab,
der das Kunststück fertigbrachte, gleich zweimal unmittelbar nach den stets gefährlichen VfB-Standards auf der Torlinie für seinen geschlagenen Torhüter Ron-Robert Zieler zu klären. Im Zuge der zweiten Halbzeit waren es dann weiterhin die Stuttgarter, die mehr Zug zum Tor aufwiesen und in Person von Timo Werner und Philipp Kostic in der 75. bzw. 78. Minute teilweise kläglich an dem Unterfangen, die Führung zu erzielen, scheiterten. 5 Minuten nach der Kostic-Chance war es dann der doppelte Christian Schulz, dem es abermals nach einem von Hiroshi Kiyotake getretenen Freistoß gelang, den Doppelpack zu schnüren und gleichzeitig für den ersten Sieg der Hannoveraner nach einer 8 Spiele währenden Niederlagenserie zu sorgen. Somit verkürzen die Norddeutschen den Abstand auf den Relegationsrang auf nunmehr nur 4 Punkte und schöpfen im Abstiegskampf neue Hoffnung. Dem im Sommer des vergangenen Jahres formulierten Wolfsburger Anspruch, sich hinter dem FC Bayern München als zweite Kraft im deutschen Profifußball zu etablieren, kam der VfL im Verlaufe dieser Saison nur höchst selten nach. Nicht umsonst trennten die beiden Vereine bereits vor diesem Spieltag stolze 28 Zähler. Dennoch zeigte die Heimmannschaft von Trainer Dieter Hecking insbesondere in der ersten Halbzeit, dass sie dem Tabellenführer Paroli bieten können. Trotz einer gewohnt ballsicheren Vorstellung der Münchner konnten die Wölfe im ersten Durchgang 5 ihrer 7 Torabschlüsse auf das Gehäuse Manuel Neuers verzeichnen, während die Gäste Kuhn Castells lediglich einmal bei ebenfalls 7 Versuchen in Bedrängnis brachten. Die mit Sicherheit größte Möglichkeit zur Führung vergab Marcel Schäfer kurz vor der Halbzeitpause nach einer feinen Ablage durch Max Kruse. Die Führung der Münchner indes hätte bereits in der 54. Minute fallen müssen. Um es präziser auszudrücken, die Führung fiel tatsächlich, allerdings wurde sie von Schiedsrichter Manuel Gräfe nicht gegeben. Nach einer schönen Kombination von David Alaba, Thomas Müller sowie Robert Lewandowski lag der Ball im Tor und Gräfe mit seinem Abseitspfiff falsch. In der 66. Spielminute war es dann passiert. Unmittelbar im Anschluss an eine gute Tormöglichkeit durch Julian Draxler mussten die Wolfsburger den 0:1 Gegentreffer durch Kingsley Coman hinnehmen, der nach einem starken Solo seines Landsmannes Franck Ribéry sowie einem abgefälschten Abschluss von Lewandowski einschoss. Die Vorentscheidung fiel dann in der 75. Minute, als der überragende Ribéry nach einer Flanke Comans mit der Brust für Robert Lewandowski ablegte, der trocken vollendete. Die Bayern spielten die Partie im Anschluss souverän herunter und haben nunmehr doppelt so viele Punkte wie der VfL. In einem temporeichen Spiel zeigte sich der FCA von Beginn an unbeeindruckt vom Europa League aus am Donnerstag und war über weite Strecken der ersten Hälfte die bessere Mannschaft, die allerdings wieder einmal an ihrer Chancenverwertung scheiterte. Effektiver zeigten sich die Gäste aus Gladbach, die durch Raphael in Führung gingen und diese Führung bis zur Pause auch hätten erhöhen können, wäre Thorgan Hazard vor dem Tor etwas ruhiger gewesen. Somit blieb es bis zur Halbzeit beim 0:1. Wer nach der Pause noch etwas länger an der Wurstbude anstand, der wird sich geärgert haben. Binnen nur 3 Minuten gelang es der Augsburger Mannschaft, das Spiel zu drehen. Zunächst war es Augsburgs Winterneuzugang Alfred Finnbogason, der mit seinem ersten Bundesliga-Tor per Kopf den Ausgleich erzielte. Augenblicke später gelang Kajubi sogar das 2:1 für die Fuggerstädter. Doch Gladbach zeigte sich völlig unbeeindruckt und kam nur 2 Minuten später durch das 6. Saisontor Fabian Johnsons zum Ausgleich. Beide Mannschaften drängten in der Folge auf das 3:2 und kein Team machte den Eindruck, sich mit dem Unentschieden zufrieden zu geben. Der Siegtreffer gelang trotz Chancen auf beiden Seiten keiner Mannschaft. Gladbach wird mit dem Punkt zufriedener sein als Augsburg, zumal der FCA ein deutliches Chancenplus hatte und durch Finnbogason, dessen Schuss in der 93. Minute an den Pfosten prallte, durchaus noch den Last-Minute-Sieg hätte einfahren können. Im Spiel der Mannschaft mit dem laufintensivsten Spiel trat die Auswärtsmannschaft aus Leverkusen wegen der Sperre des Cheftrainers Roger Schmidt mit Co-Trainer Markus Kröschel an der Seitenlinie an. Das Spiel begann sehr temporeich, wobei vor allem die Mainzer in der Anfangsviertelstunde großen Druck auf das Tor Bernd Lenos ausübten. Der offensive Auftritt der Rheinhessen wurde in der 14. Minute belohnt, als Yunus Malli die Hausherren per Lupfer mit seinem 9. Saisontor in Führung brachte. Malli beendete damit seine Serie von insgesamt 742 Minuten ohne Tor. Mainz ließ Leverkusen überhaupt nicht ins Spiel kommen und nach einer guten halben Stunde war es John Córdoba, der mit einem Flachschuss aus 17 Metern zum 2:0 traf. Beim Tor des Kolumbianers sah Bayer-Keeper Leno allerdings nicht sehr souverän aus. Mit 2:0 ging es in die Pause. Symptomatisch für den Leverkusener Auftritt war die gefährlichste Torchance der Gäste in der ersten Halbzeit ein direkt getretener Eckball von Hakan Çalhanoğlu. Im zweiten Durchgang startete Bayer merklich offensiver und entschlossener. Mainz strahlte allerdings insbesondere nach Standards weiterhin Torgefahr aus. In der 58. Minute sorgte ein Handspiel Tin Jedweis im Strafraum für die Vorentscheidung. Den fälligen Strafstoß verwandelte Yunus Malli zu seinem Doppelpack zum 3:0. 7 Minuten später vollendete Chicharito die Ablage Memedis nach einem Çalhanoğlu-Freistoß zum 1:3 Anschlusstreffer und markierte damit seinen 14. Saisontreffer. Das Tor schien die Gäste nochmal zu beflügeln, sodass Bayer insbesondere in der Schlussphase noch einmal seine Bemühungen verstärkte, die Fehler in der Defensive durch eine Schlussoffensive zu egalisieren. Gegen immer ungestümer anlaufende Leverkusener verteidigte der FSV Mainz 05 seinerseits clever und ließ sich nicht in weitere Bedrängnis bringen.
Mainz zieht damit an Leverkusen in der Tabelle vorbei und bekräftigt seine inzwischen durchaus realistischen Europa-League-Ambitionen. Im Zuge einer furiosen Anfangsphase, in der die TSG aus Hoffenheim den Gastgebern spielerisch überraschenderweise deutlich überlegen war, schaffte es der Tabellen-17. sich gleich mehrere gute Tormöglichkeiten zu erspielen. Krönen konnte Sebastian Rudi den guten Start schließlich in der 25. Minute, als er einen von Roman Bürki schwach abgewehrten Vollanschuss abstauben konnte und sein Team somit an seinem 26. Geburtstag in Front brachte. In der Folge hatte der BVB weiterhin mehr Ballbesitz, allerdings ohne sich bis zur Pause wirklich nennenswerte Torchancen zu erspielen. Zwar verlegten sich die Hoffenheimer im Rahmen der zweiten Hälfte zusehends auf die Defensive, doch strahlten die Gäste stets Torgefahr über gezielte Nadelstiche in der gegnerischen Hälfte aus. In der 58. Spielminute musste Geburtstagskind Rudi nach einer Attacke von hinten gegen Pierre-Emerick Aubameyang vorzeitig duschen gehen, eine harte Entscheidung des unparteiischen Peter Sippel. Die Unterzahl desorganisierte die TSG merklich, weshalb die Schwarz-Gelben das Spielgeschehen zunehmend in die Hälfte der Gäste verlagern konnten. Nachdem die Hoffenheimer den Platzverweis verdaut hatten, stellten sie den BVB mit einer kompakten Grundordnung vor immer größere Probleme und verteidigten die 1:0-Führung vehement. Bis zur 80. Minute nahm das Anrennen der Borussen zuweilen zweifelhafte Züge an. Teilweise ideenlos wirkten die Hausherren. Doch dann spielte Henrik Mkhitaryan im Anschluss an einen Eckball einen starken Doppelpass mit Ilkay Gündogan und vollendete aus für ihn schwierigen Winkel per Flachschuss ins lange Eck zum 1:1. Nur 5 Minuten später verwertete Adrian Ramos eine tolle Flanke von Lukas Piszczek, nachdem der Pole zuvor stark von Ilkay Gündogan auf die Reise geschickt worden war. Bemerkenswert, im Anschluss daran sann der BVB nach mehr. Aubameyang vergab eine große Tormöglichkeit nach gutem Zuspiel durch Marco Reus in der 87. Minute. Besser machte es der Gabuner nach einer uneigennützigen Vorarbeit des starken Mkhitaryan in der 2. Minute der Nachspielzeit zum 3:1-Siegtreffer für die Borussen. Es wirkte beinahe so, als ob keiner der Akteure sich in dieser spätsonntaglichen Partie in die Geschichtsbücher der Bundesliga eintragen wollte. Schließlich hätten doch gerade die Offensivspieler der beiden Teams die Chance darauf gehabt, das Premierentor zu dieser erstmals am Sonntag ausgeführten Anschlusszeit überhaupt zu erzielen. Doch bei frostigen Temperaturen in der Finanzmetropole gelang es weder der Heimmannschaft noch den Gästen aus Gelsenkirchen, ernsthafte Torgefahr zu entwickeln. Vielmehr musste vor allem der neutrale Zuschauer konstatieren, dass er in diesem Spiel nicht auf seine Kosten kommen würde, was an einer bemerkenswerten Inaktivität der Offensivreihen beider Mannschaften, aber auch zuweilen an defensiver Qualität bzw. Pech der Angreifer lag. Chronologisch stellt sich der beschriebene Sachverhalt so dar. In der 24. Minute scheiterte der Frankfurter Marco Rus nach einem starken Freistoß durch Huschti am Querbalken, der einzige Höhepunkt der ersten Halbzeit. Im zweiten Durchgang gab es dann die zweite Tormöglichkeit der Eintracht, als Ralf Fährmann einen guten Kopfball von Alexander Meyer in der 60. Minute stark parierte. Ansonsten kann man als einzigen positiven Aspekt festhalten, dass sich immerhin die Zuschauer mit Bluthochdruck keine Sorgen machen mussten, vor Aufregung einen Herzinfarkt zu erleiden. So Freunde, das war's auch schon wieder mit dem Spieltagsrückblick. Am Dienstag steht schon wieder der nächste Spieltag vor der Tür, dann gibt's den 24. Spieltag. Ich wünsche euch eine gute Woche, wir sehen uns bald wieder. Sportliche Grüße, bis bald!